Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Weiter geht's hier in diesem. Wo sind wir überhaupt? Wie heißt denn das? Ich habe keine Ahnung. Hier ist irgendwie ein Ort, auf dem wir gerade hängen. Und wenn wir mit dem durch sind, fahren wir. Diese Geräusche, ich werde irre. Ich denke immer, da ist irgendjemand. Wenn wir damit durch sind, werden wir. Wo ist meine Maus denn jetzt? Hallo? Geradeaus weiterfahren. Und ich glaube, zu dem See, der da drüber liegt, der sieht auch sehr interessant aus. So, geradeaus. Aber jetzt müssen wir erstmal hier gucken, was hier noch so rumsteht und oxidiert. Federn, danke. Hier, das können wir verkaufen, das ist gut. Eine Brechstange. Gib mir. Gib mir einfach eine Brechstange. So, noch ein bisschen Papyrus. Ich glaube, das brauchen wir für irgendwas. Ich weiß nur nicht mehr genau was. Elektrikerwerkzeuge nehmen wir natürlich auch sehr gerne mit. Hier war ich schon. Federn klemme ich mir jetzt. So, hier kommt bestimmt gleich jemand. Ist hier jemand? Ich könnte schwören, hier ist jemand. Ist das ein Hirn? Ach, ein Blumenkohl. Gut. Das ist ein Looter-Paradies, Leute, dieses Spiel. Da geht's hoch, okay. Hier ist. Was ist das da? Metallschrott lasse ich mal hier. Das brauchen wir jetzt wirklich nicht. Alright. Und dann hier hoch. Unkrautbekämpfungsmittel. Kann ich jetzt hier wieder nirgendwo reinlegen, ne? Ich sehe schon. Hier auch nicht. Kann ich das da reinmachen? Ja. Dann kann ich das hier reinmachen. Ja. Dann habe ich meinen Knüppel wieder. Perfekt. Und dusselige Federn. Meine Keule ist schon wieder hier. Habe ich irgendwas fallen lassen? Nee, oder? Boah, ich muss jetzt wieder aufpassen wie ein Schießhund. So. Das war zu laut. Hier gucken. Was ist hier? Nägel, Leute. Oh mein Gott. Das brauchen wir nicht. Okay, das Haus. Was ist hier hinten noch so? Ich gucke. Hier ist ein Brunnen. Ich habe noch nie Glück gehabt bei einem Brunnen. Nochmal Federn. Dass da irgendwie Wasser drin ist. Ich habe immer 0%. Woran liegt das? Schießpulver. Krass. Hier so versteckt. Das ist ja nice. Okay. Gut. Hier muss ich noch rein. Oh, Hüfttasche ist geil, oder? Kann ich die anziehen? Ist aber meine Sporantasche weg. Hüfttasche. Habe ich jetzt beides an? Nee. Ich habe jetzt meine Sporantasche wieder.
Wo ist jetzt die Hüfttasche? Hier oben. Okay. Ich hätte so gern was zu trinken, ne? Wir haben 40%. Glaube ich, ein bisschen wenig. Geht doch nicht so schnell. Oder liegt einer? Na? Da ist ein Rucksack, oder was ist das? So. Oh ja, den nehmen wir natürlich mit. Der kommt ins Auto. So, wir haben diesen Rucksack, den wir mitnehmen müssen. Dann haben wir hier Dinge. Immer nur mal gucken, wie groß der ist, ja? Ausrüsten. Der ist natürlich viel kleiner und kaputt. Ausrüsten. Wahrscheinlich habe ich den gerade verprügelt, ne? Ist aber egal, wir nehmen den auf jeden Fall mit. Ich packe den in die Hand. Und dann ist gut. Ein Stift. Auch der gibt Geld. So, hier. Nein, 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 will ich nicht. Oder wir könnten ja vielleicht Dinge tun. Ich guck mal kurz. Nein! Ach, das geht nicht. Warum macht sie das denn nicht auf dem Klo? Och Mann. Ich dachte, das geht. Das wäre irgendwie voll cool. Nun gut. Oh, das ist nice. Das nehmen wir natürlich mit. Halloween-Maske, Beanie-Mütze, alles potenzielles Zeug zum Verkaufen. Das in die Hand. Dann gehe ich mal raus. Zu unserem Auto. Wo ist unser Auto da oben? Da gehe ich mal kurz hin. So. So, dann werden wir mal ganz kurz einmal rumlaufen und schauen, ob wir überhaupt alle Häuser auseinandernehmen, weil alle Häuser will ich jetzt auch nicht auseinandernehmen, aber nur mal gucken, ob irgendwo noch ein Auto steht oder so. So, dieses Ding kommt. Ja, erstmal stelle ich das hier hin. Und dann packen wir da einfach alles rein. Samen, Maske, Beanie-Mütze, Zeug. Kein Platz mehr. Okay, da rein. Das Ding war auch voll. Aber der nicht. Okay, das da rein. Das ist mein Geld. Das ist sehr wichtig. Hier noch ein bisschen Schießpulver. Das Ding hier. Und das war's. Okay, nice. So, da rein. Let's go. So, lass mal nochmal einen Blick werfen hier. Ich werde jetzt nicht das Ganze alles hier durchforsten. Irgendwie ist mir das too much, muss ich sagen. Und das Ziel ist ja auch die große Stadt. Aber ich will halt in den Orten anhalten, um zu schauen, ob da irgendwo noch ein Auto steht. Oder eine Garage, wo ein Auto drin steht. Oder. Das müssen wir wenigstens einmal kurz checken. Das ist wichtig. Nägel. Metallsäge. Ich glaube, das ist gut. Oh, ein Motorradhelm. Krass. So, was haben wir hier? Was ist das? Hier ist irgendwie irgendwas angebaut, aber das scheint nicht mehr vorhanden zu sein.
Da, ein Leica. Vier Räder? Oh, bitte nicht. Ich will kein Leica. Ich will kein Leica. Bitte, da darf kein Motor drin sein. Wie schiebt man den? Wie schiebt man dieses Auto? Wie geht das? Ich verstehe es nicht. So, auf jeden Fall ist das kein funktionstüchtiges Auto. Wir brauchen ja eins mit Motor. Aber wie, da ist was drin, ich muss das haben. Wie schiebt man das? Also wenn sich der Charakter gar nicht bewegt, muss das doch auch irgendeine Ursache haben. Was genau mache ich falsch? Oh, wir haben eine richtig krasse Metallsäge. Ich nehme auch einfach wieder alles mit. Bolzen. Gut. Tja, keine Ahnung. Wir gehen noch mal nach oben. Nein, wo ist er? Wo ist er? Wo ist meine Keule? Oh, ich raste aus. Nein, 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 bitte nicht. Keule? Hier. Da ist sie. So. Dieses hier, was ist das? Ein Kiessack. Was soll ich damit? Brauche ich jetzt nicht, ne? Das ist zu schwer. Das lassen wir jetzt hier. So, wie schiebt man so ein Auto, Leute? Hä? So, machen wir so. Ich schub's das mal vorwärts. Moment. Oh, stopp. Stopp. Nee, das ist mir zu weit weg, Leute. Das kann ich nicht. Wir brauchen eins mit Motor. Bleib stehen. Bleib stehen. Wir brauchen eins mit Motor. Okay, es kann nicht so schwer sein, eins mit Motor zu finden. Es gibt 20 Autos auf dieser Karte. Und ich möchte gerne eins davon finden. So, die Autos, diese Häuser lassen wir jetzt weg, ja? Wir werden jetzt zu unserem Auto laufen. Wir haben ein fast funktionstüchtiges Auto gefunden mit vier Rädern dran. Es fehlt nur Motor, Lichtmaschine und der ganze Kram. Aber
Sind wir uns, glaube ich, einig, ne? Das ist mir zu weit weg. Wir brauchen eins mit dem Motor wenigstens, dass wir so ein bisschen hin und her fahren können. Das war aber auch der Deal, ne? Dass man so ein bisschen, dass man schon fahren kann, aber den Rest dann halt beim Trader einbauen. Ne? Ich will keinen Leica, die sind hässlich. So, let's go. Lass uns weiter. Wir müssen jetzt geradeaus weiterfahren. Dann kommt der nächste Ort. Dann gucken wir da nochmal. Oha. Ja, das war ja schon mal ganz cool. Let's go. Was ist das da vorne? Das ist ja auch noch ein Ort. Was ist das hier? Warte mal. Wow, da ist ein Lumpen. Aber nichts Cooles hier irgendwie. So ein Gebetsding, wo man zwischendurch auf der Straße beten kann? Oder wofür ist das? So, ich muss weiter geradeaus, ne? Ja, das sieht gut aus. Guck mal da hinten, da wie schön das aussieht. Mit den Schneebergen. Toll. Großartig. So, was haben wir denn hier? Das sieht ja interessant aus. Sonnenblumen. Ich guck mal kurz. Nein, ich will die nicht. Danke. So, hier. Gebogene Mistgabel. Kann man vielleicht auch verkaufen, oder? Aber eigentlich ist die viel zu sperrig. So. Frachtabwurf. So, ihr lieben Sonnenblumen. Ich hätte gern so ein paar Sonnenblumen. Come on. Hallo. Einmal vielleicht? Die sind bestimmt richtig rar, oder? Hm. Ach, gib mir mal Hagebutte. Die hau ich mir mal rein. Also Apfelbaum müssen wir unbedingt haben. Oh, es sind verschiedene Äpfel. Wie krass. Toll. Na, die nehme ich doch gerne mit. Direkt schon mal ein Essen. Sehr, sehr nice. Das macht schon Laune, hier durch die Gegend zu fahren und zu gucken, was hier so gibt alles. Oliven sind auch noch drin. 58%. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Wasser. Ich hoffe, dass wir bald
an einem See ankommen, aber hier vorne ist ja ein See. Frachtabwurf müsste hier irgendwo sein. Oder kommt der gerade? Achso, da kommt er gerade. Ja, aber ich habe nur so einen dusseligen Dietrich, mit dem kann ich ja nichts machen. Aber wir können trotzdem mal fix hinlaufen. Und mal gucken. Hier ist nichts, ne? Ob wir den verwenden können, den ich da gebaut habe, aber wahrscheinlich nicht. Durch den Autofix mit. Dann müssen wir uns auf jeden Fall bessere Dietriche bauen. Let's go, mal gucken. Okay, also hier sind diese sogenannten Schränke. Sechs Stück. Und ich habe einen dusseligen Dietrich, der überhaupt nichts bringen wird. Wo ist der? Hier. So. Aber mit dem kann ich nichts machen, ne? Da kann ich gar nichts machen. Mit diesem Dietrich. 18 Minuten. Da brauchen wir wahrscheinlich irgendwas Höherwertiges. Das wird nichts werden. Na gut, dann fahren wir weiter. Geradeaus, denn hier vorne an der Gabelung müssen wir in diese Stadt nochmal reinschauen. Da gucken wir nochmal, ob wir ein Auto mit Motor finden. Das wäre halt great. Ach, ich will unbedingt in die Stadt jetzt aber auch, ne? Eigentlich will ich direkt in die Stadt, aber wir müssen gucken, ob wir ein Auto finden. Das können wir natürlich auch auf dem Rückweg dann holen, aber jetzt, wir müssen erstmal dort die Lage checken. Irgendwo müssen ja diese 20 Autos sein, die angeblich funktionstüchtig sind. Das ist aber ein großer Ort. Wir fahren einfach mal durch, ne? Oder nicht, nee, lauf lieber wieder durch. Bevor wir wieder alle Puppets da zusammenführen. Weil dann machen die uns kalt. Die müssen wir schön voneinander trennen. Das geht so nicht. So, hier ist die Gabelung. Nachher müssen wir. Ne, wir müssen hier bleiben. Müssen auch auf der Straße denn hier bleiben. Haben wir schon irgendwo einen Fluss? Ah, lass uns mal direkt hier, also wirklich hier bleiben, weil das ist auch der See in der Nähe. Da würde ich gerne das. Ah, hier ist ein Fluss. Moment. Bleib mal stehen. Ich darf aber nicht absaufen, ne? Ich gehe erstmal was trinken. Funktioniert das? Trinkwasser. So, pass auf. Ich gehe mal lieber auf Nummer Vorsicht, ja? Packe mal den Rucksack ins Auto. Das hier packe ich auch ins Auto. Den Helm auch. Wir dürfen nicht so schwer sein. Den Köcher packe ich auch ins Auto. Das lassen wir jetzt erstmal hier. So, theoretisch
Oh Gott, ich habe schon wieder meine Keule verloren. Ach, come on. Keule, wo bist du? Wo ist meine Keule, Leute? Oh nein, wir waren da hinten beim... Oh, fuck. Der kackt Dietrich. Scheiß die Wand an. Okay, wir machen erstmal eine Sache, ja? Ich muss nochmal zurück. Wir müssen unsere Keule holen. Der ist leer. Den packe ich hier hin. Ah, Mist, wir müssen. Oh nein, das ist in dem Ding drin. Wie kann ich das füllen? Wieso kann ich das nicht füllen? Ich habe das doch schon mal gemacht. Oh ne, wir müssen die Keule holen. Ich flippe aus. Wir müssen unbedingt die Keule holen. Oh mein Gott. Und diese Axt, ne? Ohne Scheiß. Nein, ich will das nicht. Lass das. Diese Axt hier, die kommt jetzt da rein. Damit das nicht nochmal passiert. Das muss hier alles weg. So, wir fahren jetzt mal kurz nochmal zurück. Und holen die Keule. Wie kriege ich denn das Wasser da? Ich habe das doch schon. Oder muss ich tiefer rein ins Wasser? Das ist ja eher ein Fluss, da sollten wir ja nicht untergehen, ne? Sollte ja relativ flach sein. Oh nein, ey. Leute, wir müssen unbedingt da hinten nochmal hinfix. Ich fahr jetzt einfach rückwärts, okay? Ich hoffe, wir haben noch genug Zeit. Meine Keule! Ja, wenn wir schön rückwärts fahren die ganze Zeit. Statt einfach fix zu drehen, ne? Viel zu einfach. Muss das Wasser da reinkriegen, Leute. Aber das hatten wir doch schon mal gemacht. Ich hatte mich da auch nur hingestellt bei uns ans Meer und dann habe ich das Wasser aufgefüllt. Wo ist jetzt das verdammte Drama? Wir probieren es gleich nochmal. Ich hoffe nur, dass ich nicht absaufe. So, anhalten. Wo ist diese Scheißkeule? Ich raste aus. Wo ist die? Das kann doch alles nicht wahr sein. Du findest diese Sch Och Mann! Die ist nicht da, ne? Die ist einfach nicht da, Leute. Weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich guck mal ganz kurz in die Folge rein. Mach hier, ich pausiere. Folge ist eh vorbei. Dann gucke ich noch mal eben mir die Folge an und guck, wo ich meine Keule gelassen habe. Die kann doch nicht weg sein jetzt. Was ist denn da jetzt los? Hör mal. Wo soll die denn sein? Ich werde sie finden. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.